eingesäumt von drei verkehrsreichen Straßen, findet sich nicht weit von der City entfernt eine romantische Idylle. Enge Gassen, gesäumt von großen Häusern, echter Biedermeier. Huren, Dirnen, Zuhälter, Strizis prägten das Gesellschaftsbild, durchmischt von Adeligen, Bürgerleute und Hofbeamte, die das billige Vergnügen suchten. Der Spittelberg war eine ungesunde Gegend und eine Hochburg der Prostitution. Verkommene Weinschenken, enge Gassen, keine Gärten, Schmutz in den Gassen und die Häuser in einem schlechten Zustand. Ursprünglich, anfangs des 16. Jahrhunderts, gehörte das Areal dem Bürgerspital, woraus sich der ehemalige Name Spitalberg ableitet. Im Laufe der Zeit wurde daraus der Spittelberg. Vom 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts hatte der Spittelberg seinen schlechten Ruf. In den 60er und 70er Jahren des vorhergehenden Jahrhunderts waren die Häuser zum Teil in einem sehr kaputten Zustand. Es war nicht klar, sollte die teils verkommene Bausubstanz geschliffen oder saniert werden. Die Vernunft setzte sich durch. 1973 wurde das Gebiet zur Schutzzone erklärt. 1975 begannen die Revitalisierungsmaßnahmen. Durch liebevolle Restaurierung der vorhandenen historischen Bausubstanz wurde der typische barocke Vorstadtcharakter bewahrt. Heute beherbergt der Spittelberg typische Wiener Beiseln, Restaurants, Cafés, Gastgärten und romantische Hinterbücher. Und wie kommt der Wiengast zum Spittelberg, fernab vom Touristentrubel? Ganz einfach. Stephansplatz und Graben kennt jeder Gast. Am Ende vom Graben ist der Kohlmarkt. Den Kohlmarkt gehen wir Richtung Hochburg zum Michaelerplatz durch das Michaelertor in den inneren Burghof. Den inneren Burghof queren wir und treffen auf den Heldenplatz. Durch das Burgtor hindurch zum Maria-Theresien-Platz. Auf den queren wir und gehen in das Museumsquartier. Dabei verlassen wir die typische Touristenzone. Rechts im Hof ist das Museum Moderne Kunst. Die Treppe neben dem Museum geht hinauf und wir kommen direkt zur breiten Gasse und sind schon am Spittelberg. Der ganze Weg vom Graben zum Spittelberg zeigt einige schöne Sehenswürdigkeiten Wiens.